Starting off. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute diesen Vortrag über die Boring Registry zu halten. Ja, Opinionated Terraform-Module, sicherer Informationsaustausch und eine Registry. Wir, das sind Daniel und Alexander. Daniel Infrastructure Lead bei T-Mobility im Ring Zero Team und Alexander, I've been part of the Ring of Zero team for about a year now. okay. Ja, T-Mobility. T-Mobility, junge Firma aus Berlin, 2 Jahre jung, schon der Leader in der europäischen Micromobility. Ja, wir denken urbane Mobilität neu. Wir sind dabei, eine saubere, sustainable und besser verbundene Zukunft zu schaffen. Das bedeutet, wir haben aktuell ungefähr 65.000 Vehikel auf der Straße. Das sind Scooter als auch E-Mopeds. Etwas über 30 Millionen Rides in den letzten 2 Jahren gesammelt. Sind präsent in 80 Städten in 10 Ländern. Etwas über 900 Employees. Für die etwas interessanteren softwareseitigen Aspekte, wir haben 3 große Compute-Environments, ungefähr 80 Knoten im Produktionscluster. Wir nutzen Postgres, Aurora, RabbitMQ, ein paar Lambdas, Redshift und unterstützen 80 Entwickler in den Teams. Wir haben eine große Maxime in all diesem, nämlich Infrastruktur als Code, keine Ausnahme. Alle Ressourcen in Amazon als auch in Kubernetes werden per Code erzeugt. Das Tool der Wahl ist Terraform. Wir haben ein Infrastrukturrepository pro Team. Wir führen Terraform als innerhalb einer CI aus, mit einem finalen Approval des administrativen Teams. Und wir haben einen Sandbox-Account, in dem alle Entwickler quasi Administratoren sind, um dort Umgebungen zu testen, um Dinge auszuprobieren, ohne dass sie halt entsprechend hier auf uns zurückgreifen müssen. Ein Beispiel eines Team-Infrastrukturprojektes sieht man hier auf der linken Seite. Wir haben die Sandbox-Umgebung, die Staging-Umgebung und die Produktionsumgebung. In der Staging-Umgebung sieht man die einzelnen Services, die von einem Team betreut werden, und in der Produktion dann mehr detailliert die AWS-Settings, die Okta-Settings, Kubernetes, Vault und auch der einzelne Service dann in der entsprechenden Region. Das Ganze passiert über klassische Terraform-Module. Wir sehen es hier oben, Production Main TF, das heißt, auf dem Top-Level von Production wird der Service entsprechend als Modul instanziert und in den Services dann entsprechend die Regionen, sodass wir in der Lage sind, die Services in verschiedenen Regionen von Amazon entsprechend auszurollen. Der Terraform-Code pro Repository oder pro Team wird dann über GeoPoiesis, unsere Terraform Continuous Integration Plattform, eingebunden. Man sieht hier schon die klassischen Schritte, nämlich Terraform Init, Terraform Plan, dann wird der Plan reviewed und confirmed von einem Administrator und dann zum Schluss dann Terraform Apply. Wir sehen hier das Ring Zero Team Infra-Repository für den Produktionsaccount mit etwas 380 Ressourcen und einem Change. Insgesamt zu sagen, hier einmal kurzer Blick auf unser Tooling. Benutzer kommen über G Suite, werden nach Okta gesynchronisiert, Okta der zentrale IDP-Provider. Sämtliche Repositories liegen in GitHub, Services in ihren eigenen Repositories, die dann über CircleCI ausgerollt oder bearbeitet werden und entsprechend ausgerollt werden nach Kubernetes. Wir haben ein Terraform-Modul-Repository, welches AWS-Module enthält, Kubernetes-Vault-Module, dazu später mehr. Und pro Team ein Infrastruktur-Repository, welches unter GeoPoiesis-CI sozusagen liegt. Wir haben hier drin noch die Terraform Registry schon gezeigt, dazu auch später mehr. Infrastruktur von GeoPoiesis nach Okta, nach Vault, nach Kubernetes, nach AWS ausgerollt. Eine Herausforderung ist dabei der sichere Austausch von Informationen. Ich habe schon gesagt, wir arbeiten pro Team mit einem Repository. Klassischerweise greift man über die State-Files
auf entsprechende Informationen der anderen Terraform-Stacks zu. Das ist allerdings problematisch, weil damit sensitive Daten im State halt potenziell exposed werden zu anderen Teams. Das möchte man nicht unbedingt. Daher haben wir eine Lösung entwickelt, nennt sich Terraform Configuration Interexchange oder kurz TF6. Hierbei wird vom Source Stack SSM-Parameter in einer definierten Struktur geschrieben und dann auf der Consumer-Seite über sogenannte TF6-Module diese Daten wieder gelesen und zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel hier auf der linken Seite im Ring Zero Core Infra Repository legen wir ein VPC an mit seinen Subnets. Wir legen den Kubernetes Cluster an mit Endpunkten, Node-Gruppen, Security-Gruppen der Node-Groups. Im Team-Infrastruktur-Repository haben wir dann die entsprechenden RDS-Instanzen oder die Kubernetes-Namespaces, die die Services benötigen. Um diese zu erzeugen, brauchen Sie allerdings Informationen über die Basis-Infrastruktur. Und das sehen wir auf der rechten Seite. Der Ring Zero, im Ring Zero Team-Infrastruktur wird ein SSM-Präfix im Local gesetzt, nämlich TF6, der Service-Name und die Region. Und dann legen wir einen Parameter an, nämlich der Präfix, Main VPC und die Datenbanknetzwerke. Wir sehen es hier unten. Das, was tatsächlich nach SSM geschrieben wird, ist dann dieser Parameter, nämlich TF6 Core Infra UCentral 1 Main VPC DB Networks. Mit dem Wert, es ist eine Liste, die JSON-encoded entsprechend abgelegt wird. Hinter dem Vorhang oder genau passiert Folgendes. Es gibt in unserem Modulrepository einen TF6-Baum, der wiederum für das Core-Infra Austauschmodule enthält. Dieses Modul liest einen entsprechenden SSM-Parameter, der wiederum auf diesem Namensschema aufbaut. Nachdem der Parameter gelesen wurde, wird über Terraform Outputs hier die VPC-ID zum Beispiel dem aufrufenden Stack zur Verfügung gestellt. Die Benutzung davon ist relativ einfach. Wir sehen es hier. Im Team-Repository wird eine Data-Source oder ein Data-Modul geladen. Das ist hier instanziiert, Core-Data aus unserem Git-Repository mit unseren zentralen Daten, nämlich hier TF6 Core-Infra in der Version 1.0.1. Service Core-Infra, UCentral 1 und Main VPC. Das Modul wird instanziert und steht dann mit seinen Outputs wiederum zur Verfügung. Wir haben es hier drüben. Es wird eine Datenbank benötigt. Wir ziehen uns dafür aus unserer Registry das Postgres-Modul und referenzieren hier für die Subnets, als auch für die VPC-ID, als auch für die Security-Gruppen entsprechende Daten, die wir aus dem Core-Infra bekommen. Das heißt, saubere Trennung der Stacks. Der Verbraucher-Stack kann auf die Daten des erstellenden Stacks zugreifen. Gesharte Module. Wir haben es gerade gesehen. Es ist recht natürlich, je weiter die Organisation sich entwickelt, dass man ein zentrales Git-Repository anlegt, in dem geteilte Terraform-Module sich befinden. In unserem Fall dann entsprechend auch getaggt und sie sind opinionated für die Sicherheit der Infrastruktur, für die Namen, für die Namensschemata als auch Konformität. Details dazu sehen wir gleich. Wir haben hier ein paar Beispiele auf der linken Seite, zum Beispiel unter dem AWS-Baum ein S3-Modul. Bei Default S3-Buckets sind versioniert. Sie haben Server-Side-Encryption, sprich Encryption at Rest. Sie haben die ACL auf Private gesetzt und zukünftig kann kein Public Access auf Objekte gegeben werden. Das wird von Anfang an sichergestellt. Dasselbe für RDS und auch innerhalb von Vault. Das sind Dinge, die bei Default nicht an sind, die man in den entsprechenden Infrastrukturen erst hinterlegen muss. Wir enforcen diese Dinge schon in den Modulen. Warum wollen wir das? Oder was bekommen wir? Wir bekommen ein einheitliches Namensschema. Wir bekommen ein einheitliches Tagging-Schema. Das ist extrem wichtig dann später, um die Rechnungen auseinanderzunehmen oder zuzuordnen. Wir können schon auf regionale als auch auf globale Objekte reagieren, wie zum Beispiel S3-Bucket-Namen als auch IAM-Objekte. Und wir stellen dadurch eine recht hohe Codequalität sicher und erreichen auch eine Entwicklerbeteiligung.
indem wir es ihnen erlauben, einfach Module für Infrastruktur, die sie brauchen, selbst zu schreiben, die dann entsprechend als Pull-Request in das Repository halt eingearbeitet werden. Ein Beispiel sehen wir hier auf der rechten Seite. Das ist ein Ausschnitt aus unserem Repository. Große Bäume sind der TF6-Baum, AWS, Kubernetes und Vault. Innen drin dann die entsprechenden Module, die wir verwenden oder zur Verfügung stellen. Die Verwendung ist relativ einfach. Wir sehen jetzt hier das Main S3 instanziiert, das entsprechende S3-Modul erzeugt damit einen S3-Bucket mit dem Namen Terraform Registry plus einige Dinge noch dazu, um halt eine globale Eindeutigkeit zu erreichen. Und wir sehen hier die Metadaten, die wir in allen unseren Modulen immer wieder verlangen. Das ist die Umgebung, ist die Region, ist der Service, ist das Team. Was wir hier unten noch sehen, ist dann entsprechend die Modulversionen schon, nämlich verschiedene Tags, angefangen von 1.0, 1.1, 2.0, Breaking Change, 2.1, 2.1.1. An der Stelle übergebe ich dann jetzt an Alex und der Vortrag wird jetzt auf Englisch weitergeführt. Right. So coming to the problems for the current approach, since we have a monorepo which contains all of our Terraform modules, each reference inside the color repos downloads the entire Git repo over and over again. This results in a lot of duplicated code downloaded. And since we have all of these modules versioned independently, we have to either rely on Git tagging, which we currently do, long-lived branches, or split these modules into separate repositories. While this is all totally doable, it becomes painful to maintain in the long run. With tagging, it becomes tricky to keep the color modules up to date with the new features and bug fixes. With multiple long-lived branches, it becomes tricky to keep track of the repos and the changes, and it gets tricky to avoid introducing breaking changes. And finally, with separate repos, it becomes tricky to maintain 40 plus repos. At here, we do trunk-based development and also therefore do not believe in long-lived branches. So just to give you an idea of how all of this looks like, this is an example from one of the team info repositories. On the left side, you'll see the number of references to the central repository. And in the back, this results in roughly 20K files downloaded when Terraform init is executed. This is quite a lot in file size. On the right side, you'll find the number of tags we currently maintain, and this is ever growing. So we started realizing that this is becoming cumbersome to maintain and started looking for solutions to these problems. The biggest one being, how can we release features and bug fixes easily without manual changes, while at the same time keeping breaking changes an explicit change. We stumbled upon a couple of projects in the wild that solves some of these problems, but most of them tend to rely on external dependencies such as databases or specific cloud vendors. We wanted a simple registry which gave us semantic versioning. That was really it. While we didn't find a solution that satisfied our needs, we started looking into building a registry ourselves. And this is what we came up with. The entire Terraform module registry protocol is comprised of two endpoints, as you can see up here. So the first endpoint is responsible for returning the versions of a given module. And the second endpoint is responsible for returning the location of the artifact, the module artifact. Since we run exclusively on AWS, we went with an S3 bucket with a clear path structure. So this is then how it would look like inside the buckets. So we have the namespace here, the module name S3, and the provider AWS with the 1.0 version. So what we came up with is really the boring registry. It has two components. One is the server component, which runs the Terraform module registry protocol. It serves that.
The second command is the upload command, which is responsible for uploading modules to a registry. Here's an example of how to run the server. Basically, as you can see here in the example usage, you provide the type of the registry you want to run. And in this case, it's S3. This is currently the only supported one. We hope to support more in the future. Then we give the S3 buckets, where it will basically serve all the modules. So how does this work, and how do we get it to run? So first of all, you need an S3 bucket. Then you need to upload the module archives using the upload command. Then you need to deploy the boring registry. And since we run everything inside Kubernetes, this was kind of natural for us. But it's not limited to Kubernetes or anything like that. We do have an auth part inside the registry. So what you can do is inside your Terraform RC config file, you can specify a token. And this needs to match on the other side as well. So when you run the server, you can specify the token from which, where you like, what token you want to protect the API from. Then, as you can see down here, this is then how you would reference the registry. So first of all, you give the domain, the namespace, the name, and the provider. Then you need to, I mean, this is optional, but here we're actually pinning the major version to. Below, you'll find an example of how this is all looking when you run Terraform init. So here you can see that it downloads the S3 module from the registry. So preparing the data. So first of all, you need a Terraform module. Then all you need to do is basically adding a boring registry HCL file. Then you would put your repo under your CI/CD pipeline. So where you actually run the upload command. So the upload command is straightforward. It's very similar to the server command, with the exception that you need to specify the path of where the modules live. So when you run this inside a pipeline, you would specify directory where the modules are, basically. And how this works in the back is it walks the repo, looks for the boring registry ACL files, it generates a tarball and uploads it to the given registry. And this is then how the boring registry ACL file looks like. It's a very simple file. It only has a metadata block at this point, where you basically map the namespace, name, provider, version. And this is then translated into the S3 path structure as shown before. So you can see the registry upload command in action. All right, that was it. So the boring registry is open source. It has documentation. It's written in Go, and the configuration is done in HCL. Star me, fork me. There are some missing pieces that we're hoping to implement in the near future. So one being auto migration from a Git style to a registry style reference. Second is we want to support the module or the login protocol in Terraform. We also want to support more object storage backends in the future. So things like Azure or GCP. That's it. Handing over to Daniel. Okay, good. So, die letzten Bits and Pieces noch kurz hier zum Ende. Terraform benutzt GeoPoesis, unser Terraform CI-Tooling, die Boring Registry als Link hier dabei. Zwei Links dann auch zum Modul Registry Protokoll als auch zum Login-Protokoll bei Terraform. Alex, next slide, thank you. Kurze Summary. Wir empfehlen, Stacks zu separieren. Wir empfehlen, nur selektierte Informationen dann entsprechend sicher auszutauschen. Wir empfehlen Terraform-Module mit entsprechend opinionated Terraform-Module zu benutzen, zentral
gemanagt und versioniert und natürlich eine Born Registry, um das entsprechend auszuspielen. Next slide. Ja, und natürlich Team Mobility. Wir sind auf der Suche nach Talenten. Gerade bei uns im Ring Zero Team, DevOps und SRE. Wer interessiert ist, folgt diesem Link bitte. Next slide. Vielen Dank für die Möglichkeit für diesen Vortrag. Danke an Alex. Und ja, jetzt Raum für Fragen. Thank you, Daniel, for the great presentation, and of course, Alexander. So we haven't gathered any questions from the chat yet. What were some of the challenges you were facing when you were trying this approach? Well, what was the challenge? One of the major challenges was actually to migrate over to the registry after we put it in place. And Alex actually just finished yesterday to migrate the majority of our services over, or the majority of our teams over to the registry. So we'll see how it now lives in absolute production work. Definitely. I think it's a bit of both. So we have a lot of team info repos that we maintain at the moment. And yeah, one of the challenges that we had was basically how do we rewrite all of our configuration into this new style? So we had to basically change the source and also pin the versions, which we didn't have before. So that was one challenge. And then the other challenge was that we had a lot of modules that haven't been actually updated in a long time because we were relying on some old Git tags. And yeah, one of the challenges there was that we had to kind of basically bring some of the stacks up to date with what's currently in master. That's the challenge. I think, so one of the things that we did now to kind of ease the migration process was to write a kind of a script that just walks all of these repos and just kind of rewrites the configuration for you. And then in the end, all you have to do is just review the changes and then push it out. That helped a lot, actually. One thing which is maybe really important and also for others, to prevent bit rot, just go through your repositories for the infrastructure and just call them once in a while, every week or month or so, that they actually keep up to date with the latest version of the modules and you're not surprised because you switched or you jumped five versions. And then you have to have a look at maybe lesser changes, sometimes not so less same changes. And just to keep up to date with those. And you mentioned earlier that you've done several iterations of infrastructure at your company. So which iteration are we on now, currently? We call it version 3. Yeah. Yeah. Internally, I think this will be kind of a surprise to most of our developers, but at least for us, it's version 3, and we are working towards version 4. And one thing also from Eric, what you ask, what would you have done differently? As usual, you should do it earlier. As soon as you feel the pain, just do something about it. I mean, in the end, it was not too much work, I guess, setting up the things now. And it helps. It helps a lot. So semantic versioning instead of Git tags, that's quite something.
Yeah. Alex? So actually, we do automate some of the things. The tricky part is basically running a plan from time to time. That is currently a manual process, so you basically have to push something to the repository and then kind of review the changes then. That's actually something that we hope to get in because we want to be able to tell when something is pending. So we don't end up with a lot of changes that we made like several months ago, and then you have to kind of then struggle to bring the stack up to date. That's kind of one of the challenges that we want to tackle.